Jo Leute, willkommen zurück zu The Forest Vegan Mode hier mal, ne? Ich will ein bisschen mehr bauen, mich mal darauf konzentrieren, weil das geht in dem normalen Meat Mode nicht so gut. Da hat man schon echt viel zu tun später dann. Und ich möchte wirklich mal ein schönes, cooles Lager bauen. Ich habe mir hier direkt so ein Dorf ausgesucht. Ein Kannibalendorf, unbewohnt natürlich. Oh, da lag noch Medizin. Und? Kann ich die Zeitschrift aufheben? Nee. Und auch erkunden möchte ich mal noch ein bisschen mehr, so die Insel. In Ruhe. Also die Action fehlt da natürlich, ist ganz klar. Aber hatten wir auch schon genug, und wenn der Spielstand funktioniert, der geht momentan nicht. Kann ich es dir mal kurz zeigen. Wo ist das? Hier. Und zwar, das sind die Spielstände 1, 2, 3, 4. 5, das ist jetzt der neue, und die kann ich einfach nicht starten, weil man sieht hier keine Bilder und die sind auch dann grau unterlegt. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme mal den Vegan Mode aufs Haus, genau. Oh, ich gehe mal lieber weg. Bam! Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier aggressive Tiere gibt mittlerweile. Also ich habe ja mal irgendwas von Krokodilen gelesen, die ich aber noch nicht gefunden habe, gesehen habe, besser gesagt. Dann wäre das ja wenigstens ein bisschen Action. So, und das Seil, das habe ich mir auch schon gemacht. Ich habe ja genug Stoff gefunden da oben, bei dem Dorf, auf dem Plateau. Irgendwo da oben. Jetzt habe ich bloß gerade ein bisschen Hunger. Ich denke, ich gehe jetzt einfach mal schlafen. Ja, hell ist doch schön. Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Stoff ergibt ein Seil. Was jetzt hier schon hängt. Hier geht es nach unten. Aber ist noch nicht ganz fertig, die Hütte. Und so langsam, ich glaube, ich baue mir jetzt erstmal so ein Drying Rack. So, wo war es denn? Hä? Was ist denn das Neues? Wallplanter. Hausboot. Oh, da können wir auch das Hausboot bauen. Ah, hier. Nee. Das wollte ich mir eigentlich hier in so eine Hütte reinstellen. Oh, habe ich mir jetzt gerade erschrocken. Das kann man jetzt alles gut nutzen. Oder geht es da irgendwie so rein? Ne, guck mal, wie das... Es regnet durch das Dach hier durch. Oh, da brauche ich Sticks en masse. Muss das mal wegräumen später. Ich hoffe, das verschwindet, wenn ich das klein hacke hier, die blöden Kisten. Die stören. Ah, da liegt auch noch Zeug. So, wo ist der Hase? Da. Höp, höp. Ja, so langsam sollte ich aber wirklich mal das Fleisch da aufhängen zum Trocknen. So, fall mal da schön in die Richtung. Da muss ich nicht so viel laufen. Bam. So. War das nur drei jetzt? Kann ich mir nicht vorstellen, ey. Ja, ich gehe ja gleich zum Strand. Ich will ja eh noch Schildkröten fangen. Oh. Das ist gut. Ich brauche Essen. Hat er wieder den Kopf genommen? Ich habe doch nur zweimal gedrückt. So, ist er irgendwo noch... ein Lock hingebackt. War nur drei? Hä? Krass.
Der fliegende Lurch. Ach so. Wow! Alter. Das hatten wir schon mal. Übelst verbuggt. Krass. Aber es war witzig. Tat nur ein bisschen weh. Weg. Sehr schön. So, das Wasser, das, ist mir aber so ein bisschen... Da sehe ich ja nichts, ne? Wo war das hier? Ocean. Flat. Ja, so ist besser. Da sehe ich nämlich auch die Haie besser. So, und da hinten müssen doch eigentlich auch irgendwo Schildkröten sein, oder? Ja, vielleicht sollte ich erstmal das Drying Rack fertig machen. Aber ich glaube, da hinten waren doch welche bei diesen zwei Türmen. Da hatte ich doch mal ein Zwischenlager eingerichtet, irgendwo hier. Auf der anderen Map. Im anderen Spielstand. Schildkröte. Ist das eine? Nee. Schildi. Konnte man da eigentlich hochklettern hier? Ich glaube schon, ne? Da hinten gibt's Container. Sehr schön. Weißt du was? Ich nehme mal hier eben so ein paar Snacks. Ja, genau, da konnte ich hoch. Bei den Containern waren doch immer Schildkröten. Lauf! Lauf, Forest! The Forest! Ich sehe aber jetzt noch keine. Oh ja, das Zeug fliegt immer noch rum. So, hier waren noch, glaube ich, die Dings drin, ne? Genau, die Platten. Leer, aber hier Alkohol. Ja, ich lass den... Da war noch Geld. Komm schon. Hack den Laptop klein, brauchst du hier nicht. Das nicht mehr aufheben kann hier. Krass. Könnte auch eine einfach mal nehmen. Dann hat er die ja hier. Könnte ja auch gut gebrauchen gerade. Weil da liegt auch noch eine. Oh, Schildkröten. Schildkröten. Bam. Klingt voll blechernd immer noch. Bleib stehen. Ah, komm, egal. Ich kann ja eh bloß eintragen, ne, glaube ich. Aber Fleisch gibt das ja auch. Oh. Was der das immer sammeln will, ey. Boah, der Stein. Bibbing, wie ein Gummi. Das große Stein. Oder Alkohol. Boah, da sind sogar Container im Wasser. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Also war, glaube ich, noch nicht so beim letzten. Boah. Das klingt aber schon irgendwie... Als ob da irgendein Vieh wäre. Komm, Tennisball weg. Gib mir einfach nur den Alkohol. Da, Kleingeld, Kleingeld. Nee, das will ich nur. Steine war voll. Boah, was hier rumliegt, ey. Hä, was war das? Eine Uhr. Kann gut sein. Boah, die blöden kleinen Steine, die nerven. Ah, da hinten ist der Baum und da hatten wir auch eine Basis. So, aber gehen wir mal zurück. Boah, da hinten, das Gebirge. Hier gab es ja auf der Map auch einen übelst großen Krater. Den können wir uns jetzt auch mal schön in Ruhe angucken. Ah, hier ist noch ein bisschen was drin. Komm, spring.
Mein klar, also. Ach, schon wieder so ein Stein. Ich brauche ja jetzt eigentlich die Platinen gar nicht, ne? Weil. Ich habe ja keine Gegner, wo ich die Explosion für nutzen könnte, aber man könnte ja einfach mal Scheiße bauen hier, weißt du? Das soll ich einfach hier in Container reinschmeißen, ja. Auf irgendwelche Viecher schmeißen, mal gucken, was passiert. Oder vielleicht kann man auch sogar eine Hütte auseinandernehmen. Das wollte ich ja sowieso mal wissen, ob ich die anzünden kann, die Hütten. Ah ja, da ist noch nicht fertig, das Baumhaus. Krieg dich ein. Hup. Nee, aber das ist, denke ich, doch mal ganz cool, wenn man sich das hier in Ruhe anschauen kann jetzt. Und vor allem auch mal ein bisschen mehr bauen. Wobei das Baumenü ist ja wirklich noch nicht so der Knaller hier. Das haben wir ja schon ein paar Mal mitbekommen, dass das so richtig noch nichts ist, ne? Manches klappt schon ganz gut, aber manches ist auch total... Da fragst du dich. Boah, jetzt kann ich... ekelhaft. Was habe ich denn umsonst getötet? Ach, das ist ein Baum da. Schon gewundert, was das für ein grüner Streifen da so ist. Das sah aus wie... boah, hier, das nervt, ne? Weg! Hä? Alles schon kaputt. Aber die verschwinden nicht. Oder? Ja doch, eigentlich sind nur noch die ganzen. Hier. Ist der kaputt? Ja. Was ist denn das? Da habe ich ja auch noch einen. Okay. Ich muss unbedingt Sticks finden. Gehen wir mal kurz hier in den Wald. Da. Hallo. Oh, jetzt endlich. Oh, den habe ich doch eigentlich voll getroffen. Die Nase. Volle Pulle. Gebt mir Sticks. Gebt mir mehr. Wenn ihr wüsste, wo ich den Spruch mal her habe, ey. Gebt mir mehr. Hä, wo? Ach, hier. Hier war's drin. Einer noch, einer noch. Unter Bäumen liegen die ja eigentlich immer rum, ne? Die Sticks. Hä, war da nicht gerade einer? Oh, da gehe ich jetzt nochmal hier. Ah, da. Oh, hier ist direkt der nächste Eingang. Boah, cool. Habe ich echt eine gute Gegend erwischt. Aber das ist ein komisches Zelt hier. Boah, hier, das sieht auch aus wie so ein Weg, ne? Oh, hier ist der große See. Lol, nee, das ist das Loch. Alter, krass. WTF, ich kann nicht weiter ran. Ich will mal da reingucken. Boah, krass, Alter, wenn ich... Boah, heftig. Was ist denn das? Da ist da ein Seil? Nee, das ist bestimmt bloß ein Grafikbug. Boah, ich würde gerne mal bis runter gucken. Aber... Was ist das denn? Ist das mein Echo? Ich glaube, das soll so wie eine Art Echo sein. Ich fäll mal den Baum, ob der da runterfällt. Krass, wie das Echo. Das ist auch wirklich cool gemacht. Ich
Ich dachte, das wäre der See, ey. Auf einmal bin ich schon bei dem Loch. Da sind wir beim letzten Mal gar nicht mehr so weit weg gewesen. Ah ja, hier, der kommt da auch nicht rein. Da seht ihr, dass ich hier nicht weiterlaufen kann. Obwohl, doch. Oh, Alter. Aber ich kann da nicht runtergucken. Das wird mich echt mal... Alter, krasses Ding. Was da unten wohl bloß ist? Vielleicht kommt das ja später noch. Die hat es direkt weggebackt hier, die Loks. So, da gehe ich mal zurück hier mit dem einen Lok, ne? Mach mal das Drying Rack fertig. Krach da mein Fleisch drauf. Und dann haben wir es eigentlich auch schon fast. Für diesen Part. Zack. Boah, ich bin schon gespannt, was die da mit diesem Loch hin später draus machen. Irgendeine Bedeutung wird es ja haben. Kann ich das eigentlich benutzen hier, das Feuer? Boah, leider kann ich den Mainz da reinsetzen. Das probiere ich auch nochmal eben aus. Boah, ich könnte das da drüber setzen. Guck mal, wie das jetzt hier in der Luft hängt, ey, blöd. Nein, du sollst das nicht machen. Du sollst hier... Zack, weg. Ich wollte eigentlich das Kleine probieren. Ja, so richtig geht's nicht. Finde ich eigentlich blöd. Finde ich schade. So, dann hängen wir mal auf hier jetzt. So, das noch. Das noch. Dann kann ich jetzt auch den noch nehmen. So, und da haben wir jetzt auf jeden Fall die Grundlage zum Essen. Dann mache ich hier noch beim nächsten Mal einfach. Kommt da noch ein Wasserbottich hin. Hier eine schöne Schlachtbank haben wir auch. Boah, krass, ey. Wie viel Blut da rum. Kann ich mir auch sogar noch dahin schieben. Voll cool. Ja, hier mache ich mal einen Cut, ne? Danke fürs Einschalten. Hier muss ich noch die Kiste zerstören. Ja, sind tatsächlich alle weg. Jo, und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Bewerten nicht vergessen, haut darin. Bis dahin. Tschüss.